So, weiter geht's heute hier in etwa 2020 mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Belgien. Let's go! Wir wollen natürlich hier ein starkes Ergebnis holen. So, das bestätigen wir aus dem ersten und zweiten Freitraining. Vielleicht hatten wir tatsächlich einmal eine gute Chance aus Podium auf Podium auf Polen natürlich. Das war so der Plan. Und hier steht das kurze Qualifier. Und das ist gar nicht mal so unwichtig, weil es zwischendurch regnen soll. So. Ja, 10 Minuten soll es regnen. Das heißt, so mittendrin. Das heißt, wir müssen jetzt schon raus. All set. Everyone clear. Car to track. Vielleicht ist es schon ein bisschen was besser. Wie gesagt, wenn es in 10 Minuten regnet, dann könnte es wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich durchregnen. Ja, ich weiß, wir sind ein bisschen weit rausgekommen. So, 18 Minuten und wie gesagt, wir haben nur 8 Minuten Zeit. Weil es so bald regnen wird. Ich fahre jetzt bewusst ein bisschen langsamer. Das heißt, wir gehen jetzt auf die schnelle Runde, versuchen die schnelle Runde zu setzen und gehen dann wieder rein, neue Reifensatz holen und dann hoffen, dass wir da nochmal eine Runde treffen. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange der Regen dauern soll. Wenn der wirklich die komplette Zeit durchregelt, haben wir dann wirklich eine große Chance, wenn wir relativ früh in der Bestzeit sitzen. Der kommt jetzt schon. Ach du Scheiße. Wir haben gar keine Chance. Es regnet jetzt schon. Also wenn wir jetzt... Ja, jetzt müssen wir es tatsächlich liefern. Okay, dann ist alles, was jetzt noch nicht raus ist, was jetzt nicht raus will, schon raus. Ja, ich hätte nicht erwartet, dass der Regen schon nach gut 2 Minuten kommt. Also dann... Ja, man... Und da sind halt einige Autos noch in der Box. Das könnte ein interessantes Qualifying werden. So, sehr sauber durch die Ruhe hochgekommen. Das soll ja schon Williams sein. Davor ist Norris, das haben wir schon gesehen. Nee, das ist kein Williams, das ist Mick. Das ist unser Teamkollege. Na, hoffe ich, dass der mir nicht im Weg steht. So, wir haben noch 14,5 Minuten. Jetzt genau an dem richtigen Punkt sollte gefallen, dass ich nicht viel verloren habe. Die 46-0 von Lando Norris. Die knackt man nicht. Da fehlt eine gute Sekunde schon dahinter. Ja, das doch, damit hat es doch ein bisschen Zeit gekostet. Okay, ich dachte mir jetzt, viel Zeit hat er noch nicht gekostet, aber die hat uns gekostet.
Scheiße. Na, Mann! Das war's. Keine Chance auf eine Brotzeit. Denn da hat uns der eigene Mann tatsächlich die Brücke gekostet. Der Mann war da vorgefahren ist die ganze Zeit. Und wir haben 6 da nur. 2 mega Querstellungen gehabt, die uns eigentlich die komplette Zeit gekostet haben. Na, dann muss ich hier abbrechen. Sechster momentan. Ach Mann. 46,9. Aber interessante Kombination, wenn der Regen jetzt nämlich durchhält, dann haben wir den 6. Platz safe und dann haben wir einige Fahrzeuge vor uns, die nicht so schnell, die nicht die schnellsten sind. Das heißt, wir können sie tatsächlich fast alle packen. Aber ich weiß halt nicht, wie die anderen kommen, ne? Wie viel der jetzt noch mit Inters kommt. Ich weiß nicht, wie lange der Regen bleibt vor allen Dingen. Das ist natürlich das Problem, wenn man keine saubere Runde erwischt, dann verkackst du halt die Runde komplett, dann verkackst du halt dir das Rennen komplett. Momentan Norris auf 1, dann Kwiat, Räikkönen, Ricciardo, Perez und wir. Gut, Perez, den habe ich ja in Ungarn so ein bisschen geärgert, beziehungsweise gejagt. Momentan. Ja, die bleiben alle draußen drin oder was, ne? If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system. Haben wir irgendwie was? Speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. 30,5 für ein Vettel. Ja, der fährt ungefähr auf unserem Niveau, also der wird uns tatsächlich. Er hat den ersten Sektor zumindest ein bisschen verkackt, im zweiten Sektor habe ich es halt liegen lassen. Da wird er uns holen. Ich versuche nochmal eine fliegende Runde. Ja, ich weiß, dass die Zeit. Ach verdammt, ich hätte rausfahren können. Ja, scheiß drauf. Egal. Left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes. Ja, sag ja, es wird keine Zeit werden. Ja, momentan sind wir P6. Vor uns jetzt versucht noch mal eine Zeit zu setzen. Vielleicht kriege ich es ja noch mal hin, mich in der freien Runde zu verbessern. Nee. Also die Zeit geht so gnadenlos gerade hoch. Ich habe jetzt schon fast 1,5 Sekunden Rückstand auf der Spitze. Ja, es wird P6 werden. Ja, und damit haben wir eine Mammutaufgabe. Da fährt nur noch seine erste Pole ein. Und keiner von den Top-Teams. Weil 10 Minuten, das kriegen wir nicht gebacken. Damit ist das Training durch. Scheiße, Mann! Ja, sag mal, da hat der Mick. Da hat mir Mick tatsächlich deaktiviert, ja. Da hat mir Mick tatsächlich die Pole gekostet.
Indem er mir einfach blöd im Weg gestanden ist, ja. Du kannst gar nichts machen. You've got front wing damage. Recommend you box for a new one. Der Flügel ist eh am Arsch, aber wie gesagt. Ja, schade, ich hab ein bisschen mehr gehofft. Diese 800, das ist genau das, was halt uns. Was auf mich gekostet hat. Die Runde war gut und danach steht er uns einfach nur die Gnadenlos im Weg und lässt es nicht ziehen. Ich kann nichts machen, der zieht mich so gnadenlos weg von der Strecke. Und dann ist es halt, wie gesagt, am Ende nur ein sechster Platz. Ein Norris, der auf Pole steht. Und von den Top-Teams sind keiner hinten. Und die müssen es erstmal erarbeiten. Die müssen sich jetzt durchs Feld arbeiten. Und wir haben eine riesen Chance, hier dicke Punkte gut zu machen. Also die 5 Minuten werden wir jetzt nicht nochmal kriegen. Ja, das war's, liebe Leute. Mit dem Qualifikationsrunning zum großen Preis von Belgien. 5 Minuten vor dem Ende stehen die Positionen fest. Ich denke, es sollte jetzt nicht irgendwie noch groß was passieren. Die Top-Teams haben es letztendlich verkackt, was die Zeiten betreffen. Die stehen alle komplett gesammelt hinten. Und vielleicht hat der eine oder andere eine Strafe. Wir rutschen dann doch noch ein bisschen vor. Also momentan ist es Safe Platz 6. Ja, weiter geht's halt nicht. Und jetzt ärgert mich gerade so ein bisschen, aber... So. Ja, die ist durch die Reparaturzeit. Wir werden es sich holen. Wir gucken uns mal die Ergebnisse. Und wir gucken mal, was so die Top-Teams machen, wie wo die alle so stehen. Wir haben einen Mick Schumacher, der auf 13 steht, eine gute Chance hat. Vettel auf 12 nur. Dann steht da Bottas auf 18, Hamilton auf 19, Gasly auf 20. Gut, Gasly ist kein Top-Fahrer. Wohl, eigentlich hat er gut Ergebnis geholt, seit er den Wechsel zu Toro Rosso wieder verzogen hat. Und dann stehen hinten da die beiden Kanadier, Latifi und Stroll. Ja, und Leclerc auch nur auf 15. Also die besten Fahrer, der beste auf 12 Verstappen. Gucken wir mal, wo der noch ist. Auf 11. Ja, und wie gesagt, Norris hat seine Pole. Dann Kwiat und Räikkönen. Das sind die ersten drei. Und ich komme sofort wieder. Setting screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button. You can then navigate up and down to the setting you want to change. So far, our fastest lap is a 1 minute 46.9. We're 22nd in the speed trap, 312.1 kilometers per hour.
So. Ja, der Regen hält nach wie vor an. Es fährt keiner auf der Strecke. Und die Zeit ist eh abgelaufen damit. Glückwunsch auch noch an McLaren zur Pole von Lando Norris. Vor Kwiat, Räikkönen und Ricciardo. Und dann Perez auf 5, 4 auf 6 und Schumacher auf 13. So sind die guten Ergebnisse. Ah, wie gesagt, die Zeit fehlt uns. Ja, hätte ich da ein bisschen beeilen können, wären wir durch gewesen. Dann wären wir ein paar Plätze, ein, zwei Plätze, drei Plätze vielleicht nach vorne gerutscht. Ah, chaotisches Qualifying in Belgien. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Norris, Kwiat und Kimi Räikkönen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, wir müssen gucken. Die Top-Team-Fahrer haben wir sehr, sehr weit hinten. Das sind Albon, Verstappen auf 10 und 11, Vettel auf 12, ja, Leclerc auf 15, Bottas, Hamilton auf 18 und 19. Ja, das wird ein überraschendes Rennen. Das wird auf jeden Fall ein ereignisreiches Rennen wahrscheinlich. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Na, es hätte besser sein können. Mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Sind Sie zufrieden mit Ihrer heutigen Leistung? Ja, ein bisschen mehr erwartet hatte ich. Was hat in diesem Rennen bei Ihnen für Unzufriedenheit gesorgt? So. Klasse, das war dann alles. Ja, der Rivale steht vor uns. Das ist halt das, was uns eigentlich mehr, was mich auch ein bisschen mehr ärgert. Aber es wäre halt, wie gesagt, mehr drin gewesen, wenn ich ehrlich bin. Naja, sei es drum. Gut. Die nächste Session, die uns ins Haus steht, wird das Rennen sein. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Jo, dann sehen wir uns dann morgen wieder im Rennen. Bis dahin und tschüss.